Beim FC Bayern München steht ja in diesem Sommer ein XXL-Umbruch an und kommen jetzt gleich drei Weltstars zum FC Bayern München, um so das Team von Vincent Kompany extrem zu verstärken. Zudem sprechen wir über Niklas Füllkrug, denn tatsächlich könnte er jetzt auch Borussia Dortmund verlassen. Und wir sprechen auch über Thomas Tuchel. Es gibt jetzt eine Tendenz, wie es für ihn weitergeht. All das und mehr jetzt gleich hier. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt auch gerne mein Instagram ab. Bully-Insight für, ihr wisst es, noch mehr News. Aber damit gehen wir rein in das erste Thema. Ja, wir haben in den letzten Tagen schon viel über potenzielle Transfers gesprochen, über Transfers von Vincent Kompany, über Transfers, die Bayern-Bosse sich so angucken, aber wir haben ja hier auf diesem Kanal schon ganz, ganz oft über verschiedenste Bayern-Transfers gesprochen und ich möchte euch jetzt drei absolute Weltstars vorstellen, mit denen ich hier den FC Bayern München verstärken würde. Es sind aber alles drei auch Stars, die immer wieder schon Thema beim FC Bayern München waren, die auf der Transferliste des FC Bayern Münchens definitiv draufstehen und wir gucken uns diese Stars mal an. Und wir fangen an mit dem Ältesten, wir fangen an mit dem Erfahrensten, wir fangen an mit Kyle Walker. Der 34-jährige Engländer spielt bei Manchester City, hat noch Vertrag bis 2026, war lange, lange Zeit, ja im letzten Jahr ein Kandidat bei den Bayern in der Innenverteidigung oder auch in der Rechtsverteidigerposition. Und jetzt würde ich ihn in diesem Sommer holen, denn du hast mit ihm einen Spieler, der kann in der Innenverteidigung spielen, der kann auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Der kann dir vor allem auch diesen rechten Innenverteidiger in einer Dreierkette geben. Und die Dreierkette, das könnte ja eine Position oder eine Formation sein, die natürlich hier auch der FC Bayern München spielt. Er hat natürlich auch schon lange, lange bei City gespielt. Er hat auch schon gemeinsam mit Vincent Kompany gespielt. Dementsprechend könnte er hier eigentlich genau der passende Mittelsmann sein. Kyle Walker ist natürlich vom Alter her 34 Jahre alt, trotzdem körperlich noch in einer super Verfassung, 13 Millionen Euro Marktwert und du könntest diesen Spieler natürlich zudem auch noch günstig holen. Und hier hättest du nicht das Problem, dass du einen Spieler holst, der wie ein Ronald Araujo zum Beispiel ein absoluter Stamm-Innenverteidiger wäre, ein Innenverteidiger, der vor allen anderen spielen würde. Er wäre einer, den würdest du für die Kaderbreite holen, für die Kaderqualität, für die Erfahrung, aber du hättest damit auch einen Spieler, der grundsätzlich jetzt nicht jedes Spiel immer 90 Minuten spielen muss. Und das wäre natürlich ein Umstand, der das Ganze in der Innenverteidigung nochmal etwas lockerer machen lässt. Und so könnte man vielleicht auch mit allen anderen Verteidigern, die man hat, weiter in die neue Saison gehen und sich nur so ein bisschen breiter aufstellen, wenn man auf eine Dreierkette wechseln würde. Deswegen wäre für mich Kyle Walker hier ein passender Kandidat. Natürlich kein zukunftsträchtiger, kein langfristiger, aber so hat vielleicht auch ein Min-Jae Kim, ein David Upamecano nochmal eine weitere Chance in dieser Saison. Natürlich eure Meinung gerne auch in die Kommentare. Als weiterer Spieler würde ich gerne einen Kreativspieler und einen Spieler, der im Mittelfeld so richtig das ganze Zepter in die Hand nimmt. Das ist für mich, ihr wisst es, ihr kennt meine Meinung, Frankie de Jong, den werde ich auf diesem Kanal weiterhin pushen, wo es nur geht. Frankie de Jong für mich einer der besten zentralen Mittelfeldspieler, die wir hier auf dieser Welt so haben. Er hat noch einen Vertrag bis 2026 bei dem FC Barcelona, ist dort seit 2019. Davor gab es auch immer mal schon Bayern-Gerüchte. Er ist der beste Freund von Matthijs de Ligt. Dementsprechend ist natürlich die Verbindung ganz klar und er könnte natürlich für eine ziemlich hohe Ablöse hier auch den Verein wechseln. Marktwert 70 Millionen Euro. Der 27-jährige Niederländer wird man wohl nicht unter 60 Millionen, denke ich mal, bekommen. Und grundsätzlich denke ich, wenn Flick zum Beispiel sagt, er will unbedingt Joshua Kimmich haben, dann könnte man sich hier locker easy bei einem potenziellen Tauschdeal treffen, denn Frankie de Jong wäre dann eh ein Abschiedskandidat, wenn Joshua Kimmich in Richtung Katalonien wechselt. Frankie de Jong fürs Mittelfeld, natürlich muss man sagen, er ist keine klassische Holding Six, er ist kein klassischer Abräumer oder sonst irgendwas in dieser Richtung, er ist ein Kreativspieler, das muss man ganz klar sagen. Für mich wäre das die passende Ergänzung. Eure Meinung natürlich auch gerne in die Kommentare. Und dann müssen wir über Flügelpositionen reden, da gab es schon viele Namen, Chris Führig und wie sie alle heißen. Ich habe mich für eine andere Lösung entschieden. Ich habe mich für meiner Meinung nach die beste Lösung entschieden, die du dir holen kannst aktuell auf dem Markt, wer verfügbar ist. Das ist ebenfalls ein Niederländer, das ist Xavi Simmons, der aktuell an RB Leipzig verliehen ist. Der frisch gewordene 21-jährige Xavi Simmons, der wäre in diesem Sommer wohl für 60 bis 70 Millionen Euro, also sogar unter Marktwert, also der Marktwert ist bei 80, zu haben, weil Paris Saint-Germain den Spieler verkaufen will. Sie möchten ihn nicht eigentlich gerne nochmal ausleihen. Sie denken an einen Verkauf und dann wäre das für mich der perfekte Spieler für den FC Bayern München. Du hast einen Spieler, der kann über die Außen kommen, du kannst einen Spieler, der kann auf der 10 spielen, kann in diesen Halbraumpositionen spielen, der ist total variabel einsetzbar und das ist für mich genau das, was der FC Bayern München braucht. Ein Spieler, der keine feste Position hat, ein Spieler, der da spielen kann. So wird man sich im nächsten Jahr vielleicht auch mit Florian Wirtz verstärken, da hat man genau denselben Spielertypen dann nochmal und das ist ein absoluter Goldspieler. In 32 Bundesliga-Spielen, 8 Tore, 13 Vorlagen, das sind super Werte, 4 Scorerpunkte
Punkte auch nochmal in 8 Champions League spielen. Auch das ist sehr, sehr gut und das zeigt schon, was der Junge für eine enorme Qualität hat. Tendenz ist da natürlich eher steigend. Der spielt ja auch mal gerne diesen zweiten oder dritten Pass, der dann vielleicht zu einem Tor führt. Also der hat hier das Mittelfeld von RB Leipzig schon extrem bereichert und genau deswegen würde ich ihn persönlich holen. Und das sind sie schon. Kyle Walker, Frankie de Jong, Xavi Simons. Meine drei absoluten Weltklasse-Spieler, die ich zum FC Bayern München holen würde, um eben hier den Kader absolut eine Auffrischung zu geben und ihn vielleicht auch einfach nochmal auf ein neues Level zu heben. Ja, dafür müsste man einiges an Geld investieren. Grundsätzlich für Kyle Walker nicht so viel, aber wenn man die anderen beiden holt, dann ist man hier schon bei 120, 130, 140 Millionen Euro vielleicht. Mit allen zusammen um die 150 wird das Ganze werden, aber vielleicht ist es das, was man eben braucht. Da eure Meinung wie immer gerne auch in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist Niklas Füllkrug. Er ist wohl nicht mehr unverkäuflich. Das wurde jetzt seitens verschiedenster Medien berichtet. Wir beziehen uns jetzt hier einfach mal auf den neuesten Bericht der Sportbild. Youssoufa Moukoko ist wohl ein Kandidat, der ja den Verein auf jeden Fall verlassen soll, denn der 19-Jährige überzeugt nicht langfristig, ist nicht in der zentralen Spitze gesetzt, kann sich dort nicht durchsetzen. Ebenso soll Sebastian Haller wohl den Verein verlassen, aber auch bei Niklas Füllkrug, hat die Sportbild jetzt berichtet, würde man im Falle einer Anfrage zumindest nicht einen Abgang, einen Verkauf komplett verneinen. Er hat in den vergangenen 42 Pflichtspielen bei Borussia Dortmund 15 Treffer erzielt. Ja, er spielt auch eine ganz andere Rolle als zum Beispiel bei Werder Bremen, aber man muss ganz klar sagen, seit Erling Haaland oder seit auch Robert Lewandowski, da hat man irgendwie keinen Stürmer mehr gehabt, der dem mal 20 Tore plus in einer Saison garantiert. Man möchte jetzt zum Beispiel einen Serhii Guirassy holen, weil man das hier wieder sieht. Auf der Stürmerposition, da hat man bei dem BVB schon sehr, sehr viel experimentiert und vielleicht ist das Experiment Füllkrug jetzt auch schon nach nur einem Jahr wieder beendet. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung? Gerne mal in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin sowieso auch gespannt drauf, wie es dann für Füllkrug weitergeht. Sollte wirklich Guirassy zu Borussia Dortmund wechseln, denn dann wird es richtig eng für ihn. Aber das werden wir uns weiter in der Zukunft angucken und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Das ist Thomas Tuchel. Wie geht es für ihn weiter? Premier League oder Sabbatjahr? Das sind die zwei Optionen, die es gibt. Entweder er macht ein Jährchen Pause oder er geht eben in die Premier League und jetzt soll es eine ganz klare Tendenz geben, denn es soll wohl so sein, dass er der Nachfolger von aktuellem Cheftrainer Erik Den Haag bei Manchester United werden soll. Es soll so sein, das hatte die letzte Woche, das hatten wir auf dem Zweitkanal gesprochen, die Times schon berichtet, Cheftrainer Erik Den Haag soll nach dieser Saison den Verein verlassen. Das gilt eigentlich schon fast als sicher und dann soll eben Thomas Tuchel übernehmen. Das soll auch schon quasi sicher sein. Ich bin gespannt, wie es dann auch da weitergeht. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.